So, hallo, wir machen weiter bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und letztes Mal haben wir Holm gesucht und gefunden. Es ging ganz schnell, ja. Quintessenz aus dem letzten Part ist: Nutze deinen Deckensprung, du Vollidiot. Werde ich tun. Ich werde versuchen, dran zu denken, dass es dieses Ding gibt. Ich habe es leider noch verpeilt, weil es halt einfach eine Mechanik ist, die ich noch überhaupt nicht verinnerlicht habe, dass sie existiert. Während andere, sorry, wenn es gerade noch ein bisschen kratzt, ich muss hier noch mein Headset richten. Das passt hier irgendwie noch nicht so richtig. Während andere halt das Spiel schon so verinnerlicht haben, dass das für die ein ganz normales Feature ist, muss ich mich jetzt daran gewöhnen, dass es sowas gibt. Dass ich einfach durch die Decke gehen kann. So, das ist mir noch zu. Das ist mir noch zu unreal. Genau, aber ansonsten, wer mich nicht kennt, Links zum, Quatsch, Links. Infos zum Let's Play stehen in der Beschreibung. Es ist blind, ich habe nur Trailer gesehen. Es wird nichts großartig geschnitten. Ihr erlebt das komplette Spiel, wie ich es spiele. So, okay. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir haben mit Holm gesprochen, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr, was wir gesprochen haben. Ich rede einfach nochmal mit Holm. Oh. Ja, wir haben Prinzessin Zelda gesehen. Dieser Vorfall. Ach ja, richtig. Ich muss zu Pura. Das war die Nummer. Ich erinnere mich. Genau, wir haben Zelda hier hinten irgendwo gesehen und dann ist sie so verschwunden. So blub, weg war sie. Und jetzt müssen wir zu Pura. Okay. Gut. Wie kommen wir jetzt am schnellsten zu Pura zurück? Aber wahrscheinlich einfach straight durch, ne? Wir können mal ein bisschen. Wir können mal kurz ein bisschen gucken. Wow. Wie auch immer das jetzt wieder passiert ist. Okay, ich wollte gerade sagen, wir können mal kurz ein bisschen gucken, was man so in der Gegend sieht. Ah, das sind diese Berge. LOL. Das gibt's einfach wieder. Das gab's schon im Breath of the Wild. Aber das war woanders, oder? Das war in den Schneebergen. Sind das die Schneeberge? Bin ich jetzt doof? In welche Richtung gucke ich denn gerade? Ja, jedenfalls gab es das da auch schon, so eine Fläche, auf die man einfach einen Donnerpfeil schießen muss und dann taucht ein Schrein auf. So, jetzt nichts Wildes. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Pura, da drüben war sie. Ja, zu Hause. Einfach vorsichtig rum. Mein Gott, ich. Wieso hängst du dich denn nicht daran? Irgendwas mache ich da noch falsch. Irgendwas mache ich da noch falsch. Das wird alles besser, wenn wir mal unseren Gleiter haben. Ich brauch endlich dieses verdammte Segel. Und ich hoffe, wenn ich jetzt erstmal der Story folge, dass ich das dann bekomme. Weil Hyrule erkunden ohne Gleiter ist natürlich kompletter Schwachsinn. Ah, wir haben unsere Herzen wieder. Das ist doch auch sinnvoll. Gut, neuer Versuch, runterzukommen. Ach so, ja, okay, wenn ich nah genug rangehe, dann kommt erstmal die A-Runter-Taste. Und dann kann ich da vorsichtig. Okay, ich bin dumm. Ich bin dumm, ist okay, ich bin doof. Ist akzeptiert. Und wenn ich jetzt hier nah genug rangehe, dann kommt auch. Ja, okay. Okay. Und wenn ich so laufe, dann macht er das halt nicht von selber. Ja, okay, I see. Gut. Nicht so! Ich dachte, er macht jetzt auch so einen Satz nach unten, aber er hat einen etwas größeren Satz nach unten gemacht. Was ist da? Ist das ein Krog? Ist da unten Kroggy? Sehe ich das so ein bisschen? Ja, da ist Krog, ne? Dann lass den doch gleich mal machen. Dann machen wir den doch gleich mal. Nee. Ja.
Ich will. Ach so, R muss ich wieder. Oh mein Gott. So. Hallo. Ich erkenne das Ding noch nicht. Ah, jetzt. So rum. Hat gut funktioniert. L. Bisschen nach vorne. So. Ich dachte, der fällt halt richtig rein, aber er ist nicht richtig reingefallen. Sehr schön. Noch ein Krog mehr. Wunderbar. Jeder Krog zählt. Okay, jetzt muss ich allerdings wieder hoch. Jetzt muss ich wieder hoch. Ja, gut, das, kriegen wir schon hoffentlich hin mit der Ausdauer, die wir haben. Sollte passen. Ach! Nee! Nee, 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 Freunde. Nee, nee, nee. Nicht mit mir. Ich gewöhne mich jetzt an diesen verdammten Deckensprung. Okay, ich wollte schon sagen. Ich gewöhne mich jetzt an diesen Deckensprung. Ich setze den jetzt so oft ein, wie geht. So oft, wie geht. Bis ihr ihn nicht mehr bei mir sehen könnt, setze ich den jetzt ein. Oh Mann, ich wäre hier wieder hochgeklettert. Wie ein ganz großer Volltrottel. So, kann ich jetzt hier eigentlich rein? Junge, ihr sucht hier nicht mal mehr was. Ja, ich habe nichts bekommen. Ja, gut, haben wir das geklärt. Junge, du bist so ein Volltrottel. Ist es... Alter. Ist der Endboss, der Typ. Der Typ ist einfach der Endboss. Boah, ich hasse NPCs, die einfach unlogisch sind. So ein Quatsch. Okay, wie auch immer. Wir gehen jetzt erstmal zu Pura. Daran wird mich jetzt nichts hindern. Kann ich Schild schlittern? Ich will Schild schlittern. Ich kann nicht Schild schlittern. Vielleicht, weil die... Ach, weil es ein Doppelschild ist, ne? Das geht wahrscheinlich nur mit dem normalen Schild. Okay, wie auch immer. Muss ich jetzt wieder ausruhen oder können wir hier mal aufmachen? Hier hat wahrscheinlich noch nie jemand das Ding aufgemacht. Warte, kann ich das nicht vielleicht so aufmachen? Aha. Lol, so hätte ich auch reingekonnt dann. So hätte ich auch einfach rein... Und ich bin außenrum. Imagine einfach, es wäre gar nicht möglich gewesen, außenrum zu gehen. Imagine, man hätte dieses Tor aufmachen müssen und ich wäre im letzten Part hier vorgestanden und so doof gewesen, das aufzumachen. Das wäre schon alles ziemlich peinlich, ne? So. Oh, da hätte ich wahrscheinlich auch mich hochdingsen können. Mit Dings. Weißt du schon. Mit, Deckensprung. Ah, da oben ist doch safe auch ein Krog. Also irgendwas wird hier ja wohl drauf sein. Nicht runterfallen, bitte. Ja, das ist definitiv ein Krog. Okay, sehr schön. Aha. Gib. Gebe, 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 gebe. So. Gut. Dann in die Richtung wieder runter. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Okay. Die goldene Frage ist, jetzt ist in der Richtung auch noch irgendwas Cooles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier zwei Krogs sind, aber vielleicht sogar vielleicht eine kleine Truhe zumindest. Irgendwas. Irgendwas Truhenartiges. Nee. Nix. Okay. Dann gehen wir runter. Gut. Also diese Tiere, die einfach verschwinden. Das Eichhörnchen gerade war ja auch wieder wild. Ich
frage mich jetzt halt nur, ob bis ich bei Pura bin noch was. Oh, wir müssen den Turm aktivieren. Der ist direkt im Dorf. Den müssen wir gleich aktivieren, dass wir auch verstehen, wie die Türme aktiviert werden können. Das müssen wir gleich machen. Oh. Hm. Okay. Alles klar. Ich werde nicht alles vorlesen, ne? So was, wenn so Nebengespräche sind, die lese ich nicht alle vor. Was ist das? Untersuchen. Die Monsterwehr ist im Auftrag von Pura Dalenisch ausgerückt. Momentan zu mir. Ja, es ist klar. Ja. Ist klar. Gut. So, wir wollen zu Pura. Wir wollen ohne große Umwege, wollen wir einfach eigentlich nur zu Pura. Und eigentlich wirklich ohne große Umwege. Ich wollte nur kurz gucken, ob hier noch was ist. Ja, hier ist ein Krog. Sehr schön. Komm zu Papa. Zack. Wunderbar. So. Und weiter zu Pura. Ich bin echt gespannt, ob ich jetzt einfach zu Pura darf oder ob noch irgendwas passiert. Wobei man hätte sich wahrscheinlich auch schon porten können, wenn man den Turm schon aktiviert hätte. Das hätte man wahrscheinlich bestimmt schon tun können. Aber Freunde, ich weiß nicht, ob das so klug ist, das Tor hier einfach offen zu lassen. So. Wir machen hier mal dicht. Ich kann ja hier durch, andere nicht. Ist egal. Es reicht, wenn ich hier durch kann. Habt ihr was Wichtiges mit zu... Ich lasse mich von allem ablenken. Nicht einmal Pura. Was? Das Vermächtnis des Zeitalters der Mythen und Legenden. Wer hätte gedacht, dass wir es einmal in dieser Form zu sehen bekommen würden? Für uns von der Sonau-Forschungsgruppe ist das ein sensationeller Glücksfall. Wir sollten dankbar sein, aber was in aller Welt ist nur dieser Kataklysmus? Pura hat sich im Forschungslabor eingeschlossen, um den Kataklysmus zu erforschen. Sie hofft, euch Hinweise auf den Verbleib Prinzessin Zeldas finden zu können, aber bislang wohl ohne Erfolg. Ob es Prinzessin Zelda gut geht? Da haben wir diese extrem seltenen Ruinen hier und ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren, weil mich das so beschäftigt. Oh, okay. Ach, die sind von oben runter... Ah. Das ist von oben runter gestürzt, ne? Das ist von, so gesteinsartig ist das von der Himmelsinsel. Ja, da ist nämlich so ein Kollege. Lol. Ach, guck mal. Hier ist auch eine Batteriemaschine. Aber der braucht auch 100, ne? Ja, okay. Ah, ja. Ich muss also nicht mehr unbedingt da hoch, wenn ich eine Batteriemaschine brauche. Hier wäre auch eine. Sehr interessant. Ist hier noch irgendwas? Nein. Es sind überall so Steine runtergestürzt von oben. Ja. I see. Ja gut, es bringt natürlich richtig viel, wenn ich dieses Tor hier zumache, damit keiner rein kann. Und hier ist einfach überall alles offen. Beste Verteidigung. Okay. Gut. Wir wollten immer noch zu Pura. Wir schaffen das in dem Part noch. Ich glaube ganz fest dran. Die muss immer noch da oben sein. Right? Und dann gehen wir sofort zu dem Turm. Der ist hier... Wo ist der Turm? Ach, hier ist der Turm. Okay. Das ist dieses ganze Tempelding. Ja, da gehen wir sofort hin. Da gehen wir sofort hin. Ich gehe erstmal zu Pura. Ich gehe zu Pura. Ach, hier. Lol. Die ist einfach da stehen geblieben, wo wir sie stehen haben lassen. Sehr gut. Gute NPCs. Bewegen sich einfach nicht von der Stelle. Willkommen zurück, Link. Und, hast du etwas herausgefunden? Was? Du hast Prinzessin Zelda gesehen? Von Schloss Hyrule aus? Sie ist zu einem Licht geworden und weggeflogen? Ach, du erzählst immer die wildesten Sachen. Aber wenn du das wirklich gesehen hast, muss ich dir wohl glauben.
Das heißt, wir müssen völlig anders an die Suche herangehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen, dessen Folgen überall zu beobachten sind. Klingt logisch, oder? Es gibt ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht hatte. Und ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Du hast das Pura-Pad bei dir, oder? Kann ich es mal kurz haben? Meine Güte, sieht das mitgenommen aus. Was hast du damit angestellt? Aber es scheint noch zu funktionieren. Welcher Knopf ruft nochmal Karte? Ach, der hier. Ah, tut mir leid, jetzt wollte ich auf dem Pura-Pad die Karte von Hyrule aufrufen. Aber der Kartografieturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist noch gar nicht bereit. Oh nö. Wie steht es um den Kartografieturm? Also. Grundsätzlich ist er fertig. Dann hätte ich wahrscheinlich eh noch nicht hingekonnt. Okay, ich hätte wahrscheinlich eh noch nicht hingekonnt. Oh, der Teleporter müsste doch abgestimmt werden. Der Teleporter? Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Tut mir leid, Link. Wir werden auf Hochtouren daran arbeiten. Kannst du dich noch etwas gedulden? Mach doch einfach eine kleine Pause. Ich bin sicher, du hast sie dir verdient. Dieser Posten stellt auch Wohnquartiere zur Verfügung im sogenannten Schutzraum. Dort findest du kostenlose Betten, eine Küche und so weiter. Der ideale Ort, um mal Pause zu machen. Hast du noch Fragen? Dann wende dich an den Wächter des Schutzraums dort. Oder möchtest du Kleidung kaufen? Dann solltest du dich einmal in Mubs Laden umsehen. Ich bin dann mal beim Kartografieturm. Wenn du zum Aufbruch bereit bist, sag mir Bescheid. Ja. Komm, Joscha, es ist Zeit, den Kartografieturm endlich in Betrieb zu nehmen. Das mit dem Teleporter erledige ich schon. Kachika. Du hast Schalterdienst, Joscha. Kachika. Jawohl, Direktorin Pura. Ich stehe bereit. Schalter bei Fuß. Okay. Also, man kann wahrscheinlich sofort zum Kartografieturm und da weitermachen. Dann gucke ich mich trotzdem kurz ein bisschen im Dorf um. Ne? Wir gucken uns kurz mal hier ein bisschen im Dorf um. Da sind bestimmt... Ach, sie hat sie einfach hochgeportet. Okay. Joscha, was hast du denn hier Hübsches? Oh, bist du falsch abgebogen? Das hier ist der Schalter, über den man den Kartografieturm aktivieren kann. Direktorin Pura ist nicht hier. Whee! Sondern da drüben. Sie sagte, dass sie noch Einstellungen am Teleporter vornehmen wollte. Worauf wartest du also? Du findest sie bei der Vorrichtung im Kartografieturm. Die Direktorin hat nun sicherlich bereits alle nötigen Einstellungen vorgenommen. Sie ist schließlich die begabteste Wissenschaftlerin in ganz Hyrule. Mein großes Vorbild. Okay, dann kann ich hier nichts weiter tun. Aber weiter hoch kann ich. Und mir einen Krog bestimmt holen. Oder auch nicht. Kann ich hier durchgucken? Okay, das ist sehr interessant. Lässt sich aber jetzt auch nicht so weit ausstrecken. Okay, cool. Komme ich hier nicht noch weiter hoch? Also, würde mich doch sehr wundern, wenn hier oben kein Krog wäre. Also mal Real Talk. Auf dem Ding hochlaufen ist doch wohl prädestiniert für einen Krog. Hallo. Nee, nicht runter, hoch. So. Gerade. Und dann hier hochlaufen. Ernsthaft jetzt, hier ist nichts. Unfassbar. Ich hätte hier sowas von den Krog platziert. So, jetzt gehen wir aber vorsichtig runter. Das haben wir jetzt gelernt. Solange ich noch nicht schweben kann, muss ich halt so runtergehen. Hui, okay. Gut, da kann man wahrscheinlich kochen. Diese ballonartigen Teile, die vom Himmel gefallen sind, werden als Sonau-Bauteile bezeichnet. Allzu viel ist über Sonau-Bauteile immer noch nicht bekannt, aber für Pura ist das anscheinend kein Hindernis.
Meine Chefin ist nicht nur der schlauste Kopf von Hyrule, sondern auch als ein Konstrukteur, ein Genie, wie dieses Vehikel deutlich zeigt. Ach, die hat hier was gebaut. Ah. Guten Nachmittag, was für ein wundervoller Nachmittag, oder? Hey du, hast du eine Ahnung, wie viel Sorgen ich mir gemacht habe? Das ist also der Arm, von dem Pura geredet hat, ja? Hm, schon seltsam. Nein, 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 dafür ist jetzt keine Zeit. Stimmt es, dass du das Pura-Pad hast? Dein Pura-Pad ist noch nicht ganz perfekt. Da ist noch Luft nach oben. Wenn die Sache mit Joshas Erforschung der Abgründe erledigt ist, setze ich meine Forschung in dem Institut in Hateno fort. Also folge mir, wenn die Zeit reif ist, solltest du auch nach Hateno kommen. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Aha. Da ist doch safe ein Krog drunter. Oh. Ah, bitte nicht anfassen. Der Boden wird gerade noch gebaut. Ich kann nicht riskieren, dass du dich verletzt oder gar hineinfällst. Ich bin der Held von Hyrule. Ich habe gegen die Verheerung Ganon gekämpft. Ich falle nicht in einen Brunnen und bin tot. Okay? Gut. Mann! Ach, NPCs. Ah, wie toll. Oh, die Hylia-Sierra hat wohl auch deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ja? Die Sachen haben ein tolles Design und auch die Passform ist perfekt. Beliebt bei Reisenden, unerlässlich für Abenteurer. ...120 Hylia-Hose. Hylia-Gewand, 130. Hylia-Kapuze. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, Apfel kaufen wir nicht, Pfeile kaufen wir auch nicht. Ich bin der Held, krieg ich was umsonst? Komm ruhig näher, willkommen. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Dies ist der einzige Laden, den es am Spähposten gibt. Ich weiß, auf den ersten Blick macht er nicht viel her. Aber in meinem Heimatdorf gehörte mir der Krämerladen. Daher bin ich sicher, dass ich hier eine gute Auswahl anbiete. Es würde mich freuen, wenn du Stammkunde wirst. Kauf von mir. Jetzt können wir mal gucken, wie viel die ganzen Sachen wert sind hier, ne? Ja, sowas verkaufen wir natürlich nicht, das ist ganz klar. Also, davon verkaufen wir gar nichts, das ist logisch. Wenn wir was verkaufen, dann natürlich die... Lol, man kann Kleidung verkaufen. Das ist ja auch interessant. Nee, will ich nicht loswerden. Wieso kann ich Kleidung verkaufen? Na gut. Aber habe ich nicht? Ich habe doch Bernstein und so Zeug. Hä? Will die gar keinen Bernstein kaufen? Okay, sehr interessant. Sehr interessant. Ich kann... Hä? Habe ich... Ich habe doch Bernstein. Wo ist denn das Zeug? Bin ich langsam blöd? Materialien. Ja, hier. Ach, hätte ich einfach hochscrollen, bin ich blind gewesen. Wow, er hat einfach unten gestartet und ich dachte, das ist... Oh mein Gott. Ich habe nichts gesagt. Okay. Ja, Rhodonit 110, so, das sind diese üblichen Preise. Okay, I see. Aber ich bin ja am Überlegen, nee, das hat nur einen Syntheseangriffstärke, weil irgendwas hatte mehr Syntheseangriff. Bernstein, ne, zum Beispiel, Bernstein ist viel besser als Angriff bei der Synthese, anstatt es zu verkaufen, weil es ist halt einfach nichts wert. Das hingegen ist, ja, das kann man eigentlich wirklich problemlos verkaufen. Interesting. Sehr interessant. Also, ich verkaufe jetzt mal noch kein Rhodonit, aber das könnte auf jeden Fall eine gute Geldquelle sein. So, nee, jetzt ist gut. Genug gequatscht. Okay. Ich wollte den Schutzraum noch aufsuchen. Dass wir das auch mal gesehen haben. Toll.
Ah, da muss ich wohl dann dafür mit dem Typ hier in der Mitte quatschen. Aber wo ist denn hier ein Schutz? Also, hier sieht nichts nach Schutzraum aus. Nein, ich wollte mich ducken. Nein, ich wollte mich ducken. Ich wollte mich ducken. Danke. Okay, mit wem musste ich quatschen? Mit ihm hier, ne? Link, gut, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Scorpis und mich wurde für die Verwaltung des Sperrpostens übertragen. Ja, ich will zum Schutzraum was fragen. Ja, genau. Ach, der muss erst geöffnet werden. Ja, wo ist der denn? Ach so. Ja, gut, das ist, meinte ich auch mit, ich habe nichts gesehen. Das ist in der Mitte, hier geht was auf. Ui. I see. Ja, okay. Das ist natürlich nochmal was anderes. Ja, alles klar. Dieser Keller war einst der Schutzraum für die Königsfamilie von Hyrule, doch wir haben ihn zum Wohnquartier umgebaut. Was immer euch hier von Nutzen sein kann, steht euch zur freien Verfügung. Alles klar. Okay. Das ist, ich habe mich schon gewundert, wo hier ein Raum sein soll, ne? Ja, jetzt erklärt das schon einiges. Okay. Oh, dich kenne ich ja. Wunderbar, ich freue mich über jedes bekannte Gesicht. Du kannst ruhig alles in diesem Schutzraum nach Belieben verwenden. Aber mach keinen Dreck, das wäre nicht gut. Noch mehr Staub kann ich nicht gebrauchen. Ich putze schon eine kleine Ewigkeit und es liegt trotzdem noch überall Staub herum. Wo in aller Welt kommt dieser ganze Staub her? Soll ich hier ein bisschen wedeln? Warte. Nee, nicht. Hier. Bisschen wedeln, so. Hilft dir das? Okay. Dachte, vielleicht ist es irgendwie so eine Mini-Quest. Es sind überall vorher verborgene Überreste der Sonar-Zivilisation aufgetaucht. Jetzt ist die Zeit zum Handeln für die Sonar-Forschungsgruppe gekommen. So sollte es zumindest sein, aber ich sitze hier auf Abruf herum. Dabei bin ich perfekt vorbereitet. Ich kenne die Regeln der Forschungsgruppe auswendig. Und auch bei den Neuigkeiten in jeder Region bin ich auf dem Laufenden. Ich bin zu 110% einsatzbereit. Kälteeinbruch bedroht Orni. Die Orni bestimmen derzeit die Schlagzeilen. Also die Orni leben in, ich bin mir sicher, es ist die Hebra-Region. Dieser Ort liegt in den Schneefeldern im Nordwesten von Hyrule. Manche wollen dort nicht forschen, weil es zu kalt ist. Oh, bei den Orni ist jetzt kalt geworden, okay. Wobei die Orni, da war es immer schon kalt. Ja, ein bisschen für Kälteschutz, Gasthaus, flauschiges Daunenbett, okay. Auf Abruf zu sein ist auch eine wichtige Aufgabe, das ist mir schon bewusst, aber ich will los und forschen. Im Kleeblatt-Kurier von heute steht, mysteriöse Schreine über Nacht aufgetaucht. Aufgrund von Verschiebungen durch den Kataklysmus sind auf der ganzen Welt Schreine erschienen. Angeführt von Pura beginnt die Sonar-Forschungsgruppe damit, dies vor Ort gründlich zu untersuchen. Nanu, diese Zeitung ist wohl doch nicht mehr ganz aktuell. Oh je, Text. Drei Hinweise, okay, let's go. Die seltsamen felsenförmigen Gebäude, die nach dem Kataklysmus werden Schreine genannt. Ich überfliege das mal. Ja. Was war das letzte? Wer vom Himmel gefallene Ruinen erforscht, wozu auch Schreine gehören, sollte genau auf die Umgebung achten. Okay. Abgründe. Nach dem Kataklysmus taten sich große Löcher im Boden auf, denen Miasma entströmt und die man Abgründe nennt. Miasma ist äußerst gesundlich, es sollte direkter Kontakt oder Umstände vermieden werden. Abgrund verlassen. Okay. Also kann man wohl auch tiefer. Vor Betreten eines Abgrunds muss die Erlaubnis von Joscha, der Leiterin der... Okay. Forschungsgruppe. Unsere Gruppe wird professionell gegründet und mit der Forschung zu diesem Zweck studieren wir Ruinen. Ja. Im Zuge der Kataklysmen. Ja. Okay. Tauro. Ja. Okay. Aha. Aha. Okay, danke. Es sind dieselben Zeichen und doch ist dieser Text ganz anders als unsere jetzige Sprache. Da gibt es noch einiges zu lernen. Hä? Hm? Größe, Körperbau und der rechte Arm? Du musst links sein, oder? Pura hat mir alles von dir erzählt. Ich bin Rezian. Mein Spezialgebiet ist die Erforschung des Althylianischen. Hm. Und damit meine ich nicht die Texte, die auf den Kranzruinen, sondern etwas anderes. Es geht um die Sprache, die zur Zeit der Gründung von Hyrule verwendet wurde. Die Grundlage unserer jetzigen Sprache. Hm.
Diese Bücher sind in jener alten Sprache verfasst, weswegen kaum jemand in der Lage sein dürfte, sie zu lesen. Entschuldigung. Naja, mehr gibt es von meiner Seite leider noch nicht über das Altholianische zu berichten. Hm? Aber einst werde ich im Forschungsinstitut in Kakariko ganz sicher faszinierende Ergebnisse präsentieren können. Okay, mach das mal. Na, oh, hier ist jetzt endlich mal ein Ausrufezeichen. Ein wichtiges Gespräch. Oh, du bist neu hier? Ich nämlich auch. Ich heiße Burnon und bin hier fürs Kochen eingeteilt. Heute mache ich Obst mit Pilzen, das gibt Energie. So war zumindest mein Plan. Aber ich habe keine Äpfel mehr und ohne die schmeckt es einfach nicht so, wie es soll. Ah, okay, du kriegst Äpfel. Ja, hier, nimm Apfel. Das ist aber nett. Dann lass mich schnell für dich brutzeln, dauert nur einen Augenblick. Na, das ist Obst mit Pilzen à la Burnon. Sieht lecker aus, oder? Yes. Na gut, das war jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Das kann eigentlich jeder machen. Man braucht nur einen Apfel, einen Pilz und eine Kochstelle. Probier's ruhig selber mal aus. Okay. Also da ist eine Kochstelle. Kennen wir ja, wie das funktioniert. Hast du mir noch mehr mitzuteilen? Okay. Nichts weiter Spannendes. Nicht schlecht. Hoppla, bist du das, Link? Ich mache hier die ganze Zeit den Rücken krumm. Ich kriege hier gar nichts mehr mit. Ah, ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, wenn ich im Sitzen mit dir spreche. Nach dem Kataklysmus war plötzlich alles, was man auch nur annähernd als Waffe bezeichnen kann, zerfressen. Ich habe mein Bestes gegeben, das Zeug zu reparieren, aber es war hoffnungslos. Ja, genau. Kurz vor dem Kataklysmus begann so ein Zeug aus dem Boden zu steigen, das Miasma genannt wird. Das hat sich wie ein lebendiges Wesen an unsere Waffen geheftet. Und so wurden diese... Ja, erkennbar alles. Ja. Übrigens, du kannst dir gerne alles nehmen, was hier so rumliegt. Alles klar. Oh, das hatten wir alle aber auch noch nicht. Bockblindklinge. Ah, was schmeißen wir denn mal weg? Ist eigentlich jetzt nichts hier so wahnsinnig dramatisch wichtig von den Sachen. Und Reiseschwert. Okay. Auch da können wir mal... Eigentlich brauchen wir den Quatsch da nicht, ne? So. Zack. Okay. Na du, wer ist denn da? Oh, du bist Link. Du hier, Link. Ich kann lesen. Verzeih, ich hatte dich gar nicht bemerkt. Ich war ganz in die Karte vertieft. Sag, Link, interessierst du dich... Interessiert es auch dich, wie dieses Land so beschaffen ist? Dann verrate ich dir was. Um die Einsätze der Monsterwehr zu planen, arbeite ich Tag und Tag an dieser Karte. Und darum... Im Sperrposten kennt sich niemand so mit den Völkern Hyrules und deren Wohnorten aus wie ich. Okay, was wissen wir? Wir wissen Zora, Orni, Goronen, Gerudo. Gibt's noch mehr hier? Ja gut, die Hylianer, klar. Orni, Goronen, Zoras, Gerudo. Okay. Ja, also das ist jetzt eher Information für Leute, die sich nicht so gut auskennen mit Breath of the Wild. Ja, Shika... Ja. Ortschaften. Oh. Spähposten Mitte beim Schloss, klar. Dann da oben die Orni. Ja. Da unten die Gerudo. Okay, also es ist das Hyrule aus Breath of the Wild, wie wir es kennen. Sehr gut. Genau, Goronia, dann hier die Zora. Ja. Oh. Ja, ne Kluda. Und da unten ist Dings, hier. Na, wie heißt der Ort? Wo wir sonst Pura gefunden hatten.
Kakariko hier auch, genau, und da ist, ach ja, Hateno heißt der Ort, richtig. Heutzutage bekannt als Modehauptstadt. Ach du grüne Neune. Angelstädt. Ja, auch das kennen wir schon. Will ich was von ihm wissen? Ich weiß es nicht. Ich bin ebenfalls Mitglied der Monsterwehr. Eigentlich ist es unser Auftrag, das Reich vor den Monstern zu schützen. Noch mit Schwert und Schild kann ich nicht besonders gut umgehen. Auf Karten lesen verstehe ich mich. Okay, danke für diese Info. Ja, unbekannte Monster, bla bla. Okay, ich suche noch das Bett, in dem ich pennen kann. Oh, hier ist auch so eine Statue, okay. Können wir gerade noch nicht. Ah, hier ist Bett. Und ich glaube, dann sind wir einmal rum, ne? Ja, sehr gut. Ich möchte einmal einfach schlafen. Dann sind die Herzen auch geheilt, ne? Ja, oder auch nicht. Ach doch. Sehr gut. Ja. Link, richtig? Du bist es wirklich. Ich habe Lärm von oben gehört und dein Gesicht, das sieht aus wie auf dem Plakat. Bla bla bla. Ja, ich habe doch schon Bett genommen. Ja. Okay, der war beim Abgrund. Okay. Oh. Ah. Ja, ich habe verstanden, dass Joshua das leitet. Okay. Okay, der fand den Abgrund jetzt nicht so cool. Schnell genug dieses Essen mit der gelben Pflanze darin gegeben. Okay. Okay, das ist doch mal eine Information. Okay, also irgendwann müssen wir auch noch in den Abgrund, mit Sicherheit. Logischerweise. Gut, dann gehen wir jetzt noch zum Turm. Dann gehen wir jetzt noch zum Turm. Hier liegt noch was. Achso, das ist das, was ich geworfen habe. Okay. Ja, dann gehen wir hoch. Gehen wir noch zum Turm, aktivieren noch diesen Teil der Karte, hoffentlich. Pura hat jetzt ja den ganzen Tag gewartet, während wir geschlafen haben. Wie sich das gehört. Hier ist noch ein Teich. Aber da ist jetzt, glaube ich, nichts Spannendes hier in dem Teich. Aktuell zumindest nicht. Ach so, ich wollte noch meine. Was ist das? Das sind auch Schwerter, oder? Wenn ich Schwert an Schwert packe? Ja. Ach so. Interessiert sich für ein Schwert? Da haben wir ein Soldatenschwert, ein Ritterschwert und ein Königsschwert. Sie sind etwas zerfressen, aber immer noch brauchbar. Du kannst sie haben. Okay. Es kämpft sich anders, was? Ja, Soldatenschwert leicht und schmal. Angriffe damit schnell aufladen kann. Ja. Ritterschwert. Okay. Ja, ich hab gleich wieder Platz. Chill mal. Was ist jetzt beim Königsschwert anders? Gegenangriffe beim Ausweichen damit stärker sind. Okay. Eieiei. Ja, okay. Ich muss ein bisschen Platz schaffen.
Ja gut, wenn ich eh ein neues Schwert kriege, kann ich auch das Reiseschwert wieder wegpfeffern. Wir haben halt noch nicht so viel Platz, so das ist der Punkt. Und noch ein was kann weg. Ja, theoretisch kann dann die Bockblinkklinge auch weg, ne? So, gib mir die drei. Ja. Oh. Ja, jetzt gib mir. Oh, muss jetzt jeden einzelnen. Ah. Ja. Ja. Yay, Soldatenschwert. Sein geringes Gewicht bewirkt, dass Angriffe schneller aufgeladen werden. Tatsache. Ah. Ja, gib mir alles. Ja. Ja. Erhöhte Angriffskraft, wenn dir nur noch ein Herz oder weniger verbleibt. Ah, okay. Ah. Oh. Und das war Gegenangriffe sind irgendwie stärker, ne? Ja. Es stärkt den Angriff beim perfekten. Ach so, okay. Ja, I see. Ich heiße Raya. Was? Link? Link? Es tut mir leid, ich war in meinem Training vertieft, dass ich etwas unwirsch war. Dabei ist es eine große Ehre, dir zu begegnen. Von nun an werde ich noch härter trainieren, um den Schwertkampf zu meistern und zu beherrschen wie du, Link. Ja, alles klar. So, aber ich wollte die jetzt ja ein bisschen verknüpfen, dass die halt nicht gleich kaputt gehen. Das war ja der ursprüngliche Plan. Aber hier ist jetzt spontan nichts zum Verknüpfen, ne? Ja, was ist denn jetzt, wenn ich das Reiseschwert mit dem Soldatenschwert verknüpfe? Das sieht doch bestimmt total wild aus. Lol. Okay. Ja gut, also hier ist aktuell jetzt nichts Gescheites zum Verknüpfen. Ist egal. Dann gehen wir jetzt endlich zum Turm. Den will ich in dem Part noch auslösen. Das hier hin? Nein, das hier muss so. Und fertig. Sie hat bis zum Morgen, genau bis jetzt, wo ich gerade hier auftauche, hat sie rumgeschraubt. Na klar. Ah, Link, bist du bereit? Auch ich habe meine Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt sollte der Teleporter funktionieren. Fehlt nur noch eines. Der Schalter muss umgelegt werden. Zack. Das heißt, für die anderen Türme muss ich wahrscheinlich immer die Schalter finden. Ja, moin. Okay. Direktoren Pura, die Kartografietürme an den übrigen Standorten scheinen auch alle bereit zu sein. Ja. Dann los, Link, jetzt bist du an der Reihe. Als erstes. Aha. Halte das Pura-Pad an die Vorrichtung dort, ja? Machen wir. Let's go. Bling. Und der Turm wird aktiviert. Mhm. Damit ist dieser Kartografieturm nun auf deinen Pura-Pad registriert. Damit sollte auch der Teleporter einsatzbereit sein.
Du kannst dich jederzeit auf die Plattform jedes registrierten Kartografieturms teleportieren. Eine geniale Erfindung, oder nicht? Das ist noch lange nicht das Tollste. Ja, ich bekomme einen Teil der Karte. Ich weiß es doch. Sein Hauptzweck ist, wie der Name schon andeutet, das Erstellen von Karten. Nur dank ihm ist es möglich, die Topografie der Umgebung mit dem Purapet zu erfassen. Juhu. Beeindruckend, oder? Zum Kartografieren muss man allerdings sehr gut mit einem Parasail... Ja, gib! Dank! Oh, ich dachte, es dauert noch. Yes! Nie wieder runterfallen. Yes! Dann zeig uns mal, was du kannst. Viel Erfolg beim Abschuss. Ich meine natürlich Abschlusstest. Ich werde alles vom Forschungslabor aus observieren. Okay. Wie man jetzt also kartografiert, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wir haben, was wir brauchen. Ab dem nächsten Part können wir erkunden gehen. Oh mein Gott. Wobei, fotografieren müsste ich auch noch irgendwie lernen. Da gibt es bestimmt auch noch Kram, was man machen muss. Aber wir haben alles, was wir brauchen. Oh mein Gott. Finally. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.